The power to defeat the vampires is now in our hands, and that bastard Dorin has no doubt met his maker. If anyone deserved death, it is he. No one will shed a tear for his miserable life. Countless others have met the same fate by his hand. The quest is going well. We have what we need to confront the Dark Lord, and I sense Gabriel's determination to see this through. The vampires must know we have the relic, and I am sure they will move to stop us if they can. Weihwasserpiolen. Wenn die Weihwasserpiolen ausgewählt sind, kannst du B drücken, um eine davon auf den nächsten Feind zu werfen. Benutzt du diese Waffe, während du dich in der Luft befindest, wird sie direkt nach unten geworfen. Weihwasser übt auf Vampire und Untote eine besonders verheerende Wirkung aus. Kriege ich die auch zu Genüge? Es ist auch sehr gut zu sehen. Oh, ich kann mich hier aufladen, ich kann mich da aufladen. Wird geil. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Castlevania. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, ich würde jetzt direkt einen Bosskampf kriegen. Ah, die Weihwasser... Hä? Achso, doch, da. Probieren wir es mal aus. Oh, das ist ja echt praktisch, ja. Weg mit dir. Wir sind ja wirklich auf einen Schlag erledigt, quasi. Fokus ich jetzt auch kriege, weil ich fokussiert bin. Aber bei denen geht das momentan viel einfacher. Vielleicht macht mir deswegen das Kapitel auch so Spaß, weil ich die Gegner besser finde. Puh, da war der Fokus vorbei. Schön mit den Dolchen. Also die Dolche kann man echt nur in erster Linie gebrauchen bei den Lykantropen. Die machen zwar immer noch so ein bisschen Schaden, klar, aber den, weil es Silberdolche sind, machen die halt mit am meisten Schaden. Das ist ja logisch. Fuck. Es wäre so gut gekommen, wenn er einfach gesagt hätte, hi. Das wäre so gut gekommen. Treffen die ihn? Touch this, if you can. Oh, 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 oh. Wie? So wahrscheinlich. Touch this, if you can. Aber schön, dass er mich vorwarnt und sagt, catch this, if you can. Sehr lieb von ihm. Touch this, if you can. Ah, das konnte ich jetzt nicht fangen. Okay. Die gehen da auch direkt wieder weg. If you can. Oh, jetzt ist er angepisst. Oh, jetzt ist er angepisst. Touch this if you can. Ach, Mann, oh. Das letzte Mal, die letzten Male so gut funktioniert, das funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. You will die. Oh, like your fellow brother.
Ich mag den Akzent. So. Und jetzt mal gucken, was ich dir jetzt ausrupfe, ne? Flügelchen sind ja gar keine mehr da. OP. Jetzt beinahe nicht gesehen. Weigall Village is safe for now. The vampires have lost one of their commanders, Brawna, and news will travel back to the Dark Lord quickly. This is a blow, but it won't take long for them to regroup. Luckily, one of the villagers has revealed to us a secret path into the demon's castle. This will lead Gabriel into the sewers, and then up into the very jaws of death. The villagers called him God's Savior, and his weapon they called Vampire Killer. Ah, Gandolfi, how that would make you smile. As for me, once my business here is done, I shall follow my friend and aid him where I can. Ja, wir waren doch noch nicht zu Ende. Ich dachte nämlich eben gerade nur so, oh, das wird jetzt aber eine kurze Folge, weil ich dachte, das Kapitel wäre zu Ende, weil ich dachte, das Kapitel davor, also dieses Zwischenkapitel sei das vorletzte, der vorletzte Abschnitt, war aber gar nicht der Fall. Fiel mir nämlich auch gerade ein, warte mal, nee, da waren ja noch zwei, die verschlossen waren. Eieieiei. Ja, ich kann halt nicht zählen, ne? So. Ach, so viel haben wir gar nicht eingebüßt. Also der Kampf, der war eigentlich ganz cool, ne? Ich muss sagen. Ich fand, die Vampire sind super als Gegner. Lagebericht. Wie ich in meinem vorherigen Bericht bereits ausdrücklich geschildert habe, macht die Beschaffenheit des Abwassersystems von Weigall es den Vampiren unmöglich, das Dorf durch die alten Kanäle anzugreifen. Die wenigen Eingänge wurden versiegelt und die Stachelfallen funktioniert tadellos, auch wenn sie etwas Rost angesetzt hat. Um diese Hindernisse zu überwinden, bräuchten potenzielle Angreifer Hilfe von dieser Seite. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mitglied der Bruderschaft den dunklen Fürsten helfen würde und außer ein paar staubigen Knochen ist sonst niemand hier. Ebnen wir jetzt den Weg quasi. Was? Ich weiß es nicht. Kann ich runter? Ja, ich kann runter. Gehe ich hier drauf? Werde ich vergiftet? Oh nein, hier gibt es Blubberblasen. Nein! Direkt bei mir! Hilfe! Nein! Tschüss, Gabriel! Jetzt haben wir das auch mal gesehen, ne? Oh nein! Oh nein, Hilfe! Ah. Ich hoffe, es lohnt sich, den Weg hier zu gehen. Ich hoffe, es reicht. Es reicht, es reicht, es reicht. Oh Gott. Du versinkst im Schlangen. Raus da.
Ja, hatte ich auch vor. Ich wollte hier nicht weiterbleiben. Oh, Gott sei Dank. Das war aber knapp. Ein Schattenstein. Das sehe ich gerne. Kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Stimmt ja. Hatte schon länger nicht mehr mit solchen Gebieten zu tun. Hier stehen kann. Oh Gott, ich versinke. Ich bin nur lebend hier rüber. Ja. Schnell raus, schnell raus. Schnell, 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 schnell raus. Oh Gott sei Dank. Das Tor kann ich ja so nicht. Mann, also kann ich nur wirklich. Was war das für eine komische Stimme gerade? Das war unheimlich. Definitiv. Na, jetzt Gabriel. Ich hab in die richtige Richtung gedrückt. Er war der Meinung, oh, guck mal, das Geländer, das ist doch wunderschön. Ich habe aber gehofft, dass ich es wirklich noch schaffen würde, zeitlich. Wäre schneller gewesen. Oh, das reizt mich jetzt. Da zu gucken, dass ich schneller bin. Ich kann ja eigentlich auch schnell rennen, ne? Aber irgendwie immer dann, wenn ich es machen will, funktioniert das nicht. Ha. Mal gucken, was es hier nämlich gibt. Oh, ich habe nur so was kaputt gemacht. Ich dachte, ich hätte jetzt keine Ahnung, was angestellt. Wie cool war das denn? Fuck, die kommen wieder zusammen. Die reparieren sich wieder. Vielleicht sollte ich einfach gehen. Ha? Nee, ich kann nicht gehen. Ist gut. Gut zu wissen. Was macht der da, bitteschön? Ah, Hilfe!
Nein, nein, lass das bitte. Lass das. Ah, okay, und dann muss ich das, den Staubdings dann nochmal irgendwie draufhauen. Okay. Gut zu wissen. So, ist das jetzt offen? Ist das nicht offen? Ist nicht offen. Aber es ist die beste Videosequenz, definitiv. Bleibt das auch auf? Ist das aus? Oh, perfekt. Ist ja nett. Wie muss ich jetzt hier langlaufen? Das kann ich doch nicht. Warte. Nein, 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 nein. Das war knapp. Ich das bestimmt irgendwie anders hinkriegen können, ha? Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin überzeugt davon, dass das anders geht. Nee, ganz bestimmt nicht. Schlag auf diesen Knopf, um ihn einzuschalten. Euer Ernst. LOL! Das kann man nicht schaffen. Warum? Warum geht das nicht? Hätte ich den noch ein bisschen weiter höher machen müssen. Guck mal. So ist es ja halb offen, sag ich mal. Für mich ja eigentlich vollkommen ausreichend. Es war klar, dass das jetzt so nicht funktioniert. Weil der Herr dachte sich, hey, komm, warum rennen? Jetzt komm, mach doch. Gabriel. Es klappt einfach nicht. Ich dachte, da wäre irgendwie auf dem Boden irgendein Auslöser, aber nö. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ja, schlag auf diesen Knopf, um ihn einzuschalten. Klar, dann geht das an. Alles schön und gut. Und das Tor geht einfach genau dann zu. Es klappt einfach nicht. Was muss ich denn bitte schön da machen? Einfach nicht.
Es ist so stumpf. Es ist so stumpf. Es ist so stumpf, 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 stumpf. So. Ist das nicht gemein?